Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Und es ging das letzte Mal um Knöterich und es hat so viele Fragen aufgeworfen, dass ich gerne heute nochmal was Tolles gestalten möchte mit Knöterich, aber es gibt unheimlich viel Infos dazu und genau das erfahrt ihr in dem folgenden Video. Ja, also zum Thema Knöterich. Ich habe jetzt hier also so eine schöne Stange in der Hand und dieser Knöterich hinter mir, der ist, naja, ich bin 1,65 groß und man sieht hier so hinter mir, der ist etwa über 2 Meter. Wahnsinn. Und es ist hier jetzt alles voll gewuchert. Ja, das alles, diese großen Blätter, die der macht. Ja, hier zeige ich auch nochmal in die Kamera. Diese großen Blätter. Und das sind alles Knöterichblätter und nehmt euch dafür in Acht, den im eigenen Garten anzupflanzen, weil der wuchert und ihr bekommt den nie wieder los. Und auch die städtischen Gärtner, die kämpfen einen harten Kampf, diesen Knöterich loszuwerden, weil überall wächst der. Und ich habe auch schon gehört, im Norden der Republik ist er noch nicht da. Bei uns, wenn man es hier neben meinem Daumen sieht, oder hier, der ist richtig dick schon geworden. Ja, man merkt das, also bei uns ist es wärmer. Und sucht euch irgendwelche Plätze und schneidet den einfach, weil die Städte sind wahrscheinlich froh, wenn ihr denen helft, weil die wollen den dringend loswerden. Und es und noch was ganz Wichtiges, ja, also deswegen vielen, vielen Dank für eure Anregungen, für eure Fragen, weil ich habe die gleich aufgegriffen und ich finde es auch super, dass solche Fragen aufkommen. Den Knöterich bitte nicht im Haus im Biomüll entsorgen, weil wenn der dann in die Kompostanlage kommt, der ist so, ja, der pflanzt sich fort und dann geht es weiter und weiter. Und auf jeden Fall bitte im Hausmüll oder wirklich speziell fragen im Wertstoffhof, aber nicht im Biomüll, ja, ist ganz wichtig. Ja, und wenn man dann jetzt hier so ins Grüne geht und es gibt dann doch viele Stellen, wenn ihr das dann mal mit offenen Augen irgendwo vorbeifahrt, dann seht ihr eigentlich auf den ersten Blick nur diese vielen, vielen Blätter. Ja, ich muss das mal hinter mir so zeigen. Und wenn man dann mal genauer hinguckt, dann, Moment, mein Handschuh ist vor der Kamera, sorry. Wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man also wirklich dazwischen diese schönen Stangen. Und ich drehe jetzt einfach mal gleich die Kamera um, um euch das genauer zu zeigen. So, also so sieht das aus, wenn man am Wegesrand den Knöterich sieht. Ja, das sind also so riesige, man sieht eigentlich fast nur Blätter und diese Stängel, diese Stiele, Stiele, na egal, ihr wisst, was ich meine, die sieht man natürlich erst, wenn man da mal näher rangeht, ja, und sich einfach mal dazwischen ranpirscht. Und hier sieht man, ha, Wahnsinn, wie viel da wächst und wie dicht es wächst. Wächst auch sehr gern mit Brennnesseln, ja, es muss also ein bisschen aufpassen und gute Schuhe anziehen. Und der Knöterich, den kann man eigentlich auch trocknen lassen. Hier sind die getrockneten Stangen, die sind auch manchmal noch wirklich schön. Und zum Teil kann man auch die getrockneten Stangen nehmen und zum Beispiel weiß anstreichen. Das ist dann eine irre Deko, also dazu würde ich es aber erst trocknen lassen ganz. Und wenn man das dann weiß streicht oder ansprüht, ja, da kann man also eine unglaublich schöne Deko machen. Und was ich dazu machen würde, auf jeden Fall, wenn ihr das farbig macht, dann würde ich hier so Seitenäste stehen lassen. Ich habe das mal im Hotel gesehen, das sah super aus, das war ganz irre. Und da waren die natürlich noch ein bisschen weiter, diese Seitentriebe. Ja, aber jetzt wisst ihr schon mal, wonach ihr suchen sollt. Und ich denke, weiter geht's dann im Laden, weil ich werde jetzt erstmal ernten. Und dazu brauche ich natürlich 2 Hände, um morgen mir was Schönes, ja morgen, naja, das ist jetzt für euch dann nachher gleich im Video, mir was Schönes auszudenken für euch mit diesem Knöterich. Also, bis dann! So, ich habe jetzt einfach ein bisschen Wendebast mitgenommen und schon kann ich ein schönes Bündel Knöterich abtransportieren. Und hier sieht man auch, das ist jetzt der getrocknete, ja, der ist vom letzten Jahr noch. Und wenn man den so ein bisschen weiß anhaucht, dann ist der auch sehr, sehr dekorativ, zum Beispiel auch in Orchideen statt diesen schwarzen Holzstäben. Also da
kann ich mir auch einiges vorstellen, und das sind diese dekorativen Seitentriebe, von denen ich gesprochen habe. Und selbst wenn er geöffnet ist, ist er getrocknet so eigentlich auch sehr schön. Ja, aber die Fortsetzung folgt im Laden. So, wir sind jetzt wieder im Laden und hier sind ja diese schönen Pfingstrosensendungen von Don Peony. Und meine liebe Mitarbeiterin, die Ute. Hallo Ute. Hi. So, zeig doch mal diese schönen Pfingstrosen. Wir packen die gerade aus. Und guck mal, die sind ohne Wasser gewesen, wie toll das Laub aussieht. Das ist echt der Hammer. Und hier haben wir, ach, so schöne Farben. Ich muss ja mal rein zeigen. Die Sorten, hier Alexander Fleming. Und das ist hier so ein schönes Rosé. Also man sieht auch vom Zustand her, ganz toll, das ist die Blush Green, und ja, wir haben noch viel mehr Sorten. Wir sind jetzt gerade erst am Auspacken und wir müssen uns ein bisschen sortieren. Ihr seht, wie es hier aussieht, und das ist das normale Blumenladenleben. Die werden jetzt versorgt und angeschnitten, und da gibt es dann wieder ganz tolle Videos damit. Deswegen habe ich ja auch den Knöterich gestern dafür geholt. Ja, wir müssen jetzt erst mal ein bisschen was arbeiten. So, hallo, jetzt sind wir zurück im Laden. Der Knöterich ist geerntet. Da habe ich eine richtig tolle große Vase, wo ich den einstelle. So, sowas kann man auch gut gebrauchen. Und ich habe mich einfach mal über dieses dolle Zeug, nämlich nochmal eine Stange in die Hand, ich habe mich trotzdem einfach mal schlau gemacht. Und ihr habt mir so schöne Themen angeregt, ja, oder so viele Fragen gestellt, dass ich doch, ich musste meinen Spickzettel erstmal nehmen. Also der japanische Knöterich, der kam eigentlich zu uns als Futterpflanze, als Futter- und Zierpflanze. Und mittlerweile ist er vielen so lästig. Also ich würde ihn auf keinen Fall im Garten anbauen. Das habe ich euch schon im Gebüsch erzählt. Der wird etwa 3 Meter hoch. Also Achtung, ja. Der macht ein riesen Gestrüpp und macht Blätter. Und ihr werdet den also nie wieder los. Deswegen, also irgendwo draußen schneiden, ja. Ihr werdet ihn bestimmt finden, nachdem ich es euch gezeigt habe. Weil der breitet sich unglaublich aus. Also Achtung, Achtung, nicht selber anpflanzen. Und der ist auch gefährlich für Mauern und Rohre und so. Und der breitet sich also überall aus und ist total anpassungsfähig. Der bildet Rhizome wie der Bambus, ja, so im Boden, und geht dann weiter. Das ist echt fies. Und was aber interessant ist, der hat ja diese riesengroßen Blätter, da habe ich jetzt leider keins mitgebracht, weil die habe ich alle abgeschnitten. Diese Blätter, die kann man tatsächlich, also habe ich mal so nachgelesen, statt Alufolie beim Grillen verwenden. Also diese Blätter, da kann man die Kartoffeln einwickeln, ja. Und man kann sogar die jungen Sprossen, wenn die bis 20 cm sind, kann man die in Salat schneiden. Ich gedacht, wieder was gelernt. Also eure Fragen regen mich auch dazu an, dass ich mich fortbilde, und das ist ja auch schön so. Und er ist sogar auch als Heilpflanze tauglich. Naja, also wir nehmen ihn jetzt nicht als Heilpflanze. Wir essen ihn heute auch nicht. Ich nehme ihn als Zierpflanze. Und da habe ich mir heute natürlich was richtig Schönes ausgedacht. Und es gibt ja beim Knöterich, so, der Spickzettel ist abgearbeitet. Es gibt ja beim Knöterich jetzt also den frischen, der hier so schön gepunktet ist. Und dann gibt es auch den getrockneten. Ja, der ist jetzt wirklich so vom letzten Jahr, der dann im Gebüsch liegt. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe gedacht, wir machen heute ein schönes Gesteck. Ich habe den einfach weiß gesprüht. Ja? Und mein Gedanke war, ich wollte ein schönes Gesteck machen, und manche haben den auch als Dauerdeko. Ja, es gibt den auch in verschiedenen Farben. Aber ich wollte den gerne weiß, weil wir sind ja immer noch beim Thema Pfingstrosen. Und dazu habe ich mir ein weißes Farbspray gekauft von Oasis. Das bekommt ihr auch bei Floristik24, und das ist ganz schnell trocknend, das ist auch schön deckend. Naja, ich wollte es jetzt nicht wie weiß lackiert, sondern ich wollte es nur so angehaucht. Und dann habe ich gedacht, ich stecke das, war auch auf der Suche nach einem Gefäß. Es ist ja immer nicht so einfach. Dann habe ich zuerst überlegt, so ein Gefäß. Und dann bin ich aber zu dem Weiß, bin ich auf so ein höheres Gefäß gestoßen. Und mein Gedanke ist immer, höher macht einfach wertiger. Und deswegen habe ich mich entschieden, dieses höhere Gefäß zu benutzen. Und habe schon mal vor dem Video den Knöterich einfach angesprüht. Weil das ist relativ einfach. Ich würde es draußen machen. Es stinkt. Es ist nicht toll. Aber egal. Ja, es vergeht auch schnell wieder. Und wie gesagt, er trocknet auch ganz schnell.
Ich habe hier immer so meinen Eimer für Steckmasse. Und da hole ich jetzt einen Steckmassewürfel. Und den, ich glaube, ach, das ist super. Der passt jetzt eigentlich fast genau da rein. Das ist genial. Ich schneide nur noch. Ihr könnt dann auch ein altes Kuchenmesser benutzen. Genauso habe ich es auch gemacht. Das hat für den Kuchen ausgedient. Und ich nehme das jetzt einfach, schneide von der Steckmasse eine Scheibe ab. Und die ist, die wackelt noch so ein ganz kleines bisschen in dem Glas. Und deswegen gehe ich her und mache einfach den Rückschnitt. Den drücke ich hier noch seitlich so rein. Wenn drücken, dann bitte nur mit der flachen Hand. Weil wenn ich jetzt so drücke, das schneide ich eh gleich ab, dann ist nämlich hier eine Delle. Und solche Dellen wollen wir nicht, weil wir wollen ja die optimale Wasserversorgung. Das kommt jetzt eh weg. Und bitte die Steckmasse nicht in den Grünmüll, weil die verschwindet nicht. Wie nennt man es? Naja, genau. Sondern in den Hausmüll entsorgen. Genauso wie den Knöterich ja auch. Den soll man nicht im Grünmüll entsorgen. So, wichtig ist beim Besteck auch immer erstmal das Gefäß mit Wasser füllen. Ich habe jetzt hier meine Gießkanne vorbereitet. Und also die Blumen nehmen doch relativ schnell das Wasser weg. Und es sollte also, ich fülle das immer so, ja, 3/4 etwa. Man merkt, da passt ein bisschen was rein. Und vor allem, wenn es bei uns zum Abonnenten geht, das Gesteck, dann füllen die ja meistens leider kein Wasser nach. Und dann ist es gut, wenn das richtig schön voll ist. So, ich möchte natürlich ich möchte die Steckmasse erstmal abdecken. Und was ich da sehr schön nehmen kann, ist Weinlaub. Ja, genau. Eigentlich reicht mir schon ein Blatt und die Steckmasse ist fort. Das war übrigens ganz lustig mit euren Fragen, auch zum Thema Knöterich. Ihr habt dann gesagt, ja, es nicht als Kritik gedacht. Ich habe das auch überhaupt nicht als Kritik aufgefasst. Ich fand es ganz toll, dass ihr solche Fragen stellt. Das ist klasse, weil auch ich kann nur dazu lernen. Ja, und jetzt kommt natürlich noch ein richtig großer Unterschied vom Knöterich zum Bambus. Ich kann jetzt einfach ein Messer nehmen. Ja, hier ist zum Beispiel so ein Zwischenboden und kann mit dem Messer ein bisschen Kraft. Oh, Entschuldigung, genau, es liegt alles im Laden rum. Ja, so, mein armer Kameramann, der ist halt eine Kamerafrau. Vielen Dank, liebe Ute. So, und ich kann jetzt einfach mit dem Messer schneiden. Und ich finde es auch mal schön, wenn es so einen schrägen Anschnitt hat. Dann gehe ich her und steck erstmal einmal. Und ich fände es auch ganz schön, wenn jetzt eine Verästelung hier dabei ist. Ja, die kann man also auch ein bisschen seitlich stehen lassen. Und ich glaube, seht ihr natürlich, da geht's, aber der junge Knöterich, der splittert ein bisschen mehr. Deswegen. Auch die Höhe können wir schon gebrauchen. Also immer erstmal probieren, wie hoch man es will. Schneiden geht immer, verlängern geht natürlich nicht mehr. Deswegen wäre ich da immer vorsichtig mit dem Thema, wie viel ich abschneide. So, ich habe mir gedacht, ich nehme, was ein schönes Grün wäre, wäre natürlich der Eukalyptus. Oder, hier haben wir einen hübschen Eukalyptus. Ja. Genau, das ist so, ich brauche ja noch sowas, ja, was Wuseliges, ja, was es ein bisschen dekorativ abdeckt. Und dann nehmen wir, und was auch was Schönes, Eukalyptus ist natürlich nicht so ein grünes Grün, ja, sondern das ist so, ja, hat so einen leichten gräulichen Schimmer. Der Eukalyptus, es kann sein, dass der mal an den Spitzen so ein dunkles Blättchen hat, die würde ich einfach dann abschneiden. Und jetzt kommt natürlich der Knaller. Jetzt kommen unsere Pfingstrosen. Mega. Und genau hier, genau das war jetzt natürlich so mein Wunsch. Ich glaube, dieses Gesteck, das muss ich mir, glaube ich, mit heimnehmen, weil das ist ja jetzt echt mega. Die Pfingstrose, da ist natürlich der Stiel, der ist ein bisschen... Ja, der geht so ein bisschen um die Kurve. So. Und wenn ich mir jetzt denke, so, ich hätte gerne die Pfingstrose ein bisschen anders. Ich kann auch immer mit Papier ummanteltem Draht, kann ich auch immer
die Pfingstrose nochmal anbinden. Ja? Da gibt es jetzt den Gips in Weiß. Und das ist also hier Draht, der ist ummantelt. Und Pfingstrosen, Entschuldigung, wir sind ja mittendrin. Pfingstrosen, ich muss mich eigentlich mal hier so bücken. Guck mal, wo ich mich hier befinde. Sie sind alle von Don Peony. Sie sind alle aus Unterfranken. Und ihr könnt im Webshop bei Don Peony, könnt ihr diese wunderschönen Pfingstrosen bestellen. Und es gibt natürlich einen Wermutstropfen. Die Pfingstrosenzeit ist jetzt dann leider bald vorbei. Aber ich mache mit euch eine kleine Tour durch den Webshop. Ihr könnt euch nämlich, weil viele von euch haben ja einen Garten, und ihr könnt euch die Pflanzen von den beiden schicken lassen. Und damit ihr mal ein Gesicht dazu seht, das sind die Susanne und der Sebastian Sauer. Und die beschäftigen sich nur mit Pfingstrosen und haben 20 Hektar Pfingstrosen. Das ist Wahnsinn. Und da könnt ihr also diese wunderschönen Sorten als Pflanze bestellen für euren Garten. Ich mache mit euch eine kleine Tour durch den Webshop und dann komme ich gleich wieder zurück zum Gesteck. Du gibst am PC Don Peony Pfingstrosen ein und dann findest du schon relativ schnell hier, man sieht es an dem Logo, Don Peony, die Homepage. Und hier findest du Pfingstrosenpakete und Pfingstrosenpflanzen. Und da wählst du Pflanzen und kannst auch sehr viel selektieren. Die Bestellung sollte möglichst früh sein, damit deine Lieblingssorte verfügbar ist. Die Auslieferung ist üblicherweise Oktober, November. Das ist die optimale Pflanzzeit. Du kannst auch viel auswählen, ob die Blütenform gefüllt sein soll oder halb gefüllt oder Bombenform, die Blütengröße, dann die Blütezeit. Es gibt Sorten, die früh, mittel oder spät blühen, die Duftintensität und die Farbe. Es ist auch unglaublich, wie viele Farben es dann doch gibt. Und natürlich auch die Price Range. Ja, hier sind jetzt auch einige Sorten. Meine Lieblingssorte ist tatsächlich die Command Performance mit ihrer riesengroßen Blüte. Aber es gibt noch viel mehr sehr schöne Sorten. Da ist zum Beispiel auch, also ich liebe die gefüllten Sorten, aber jeder mag es anders. Ich finde zum Beispiel die Bowl of Cream ist ganz traumhaft und zauberhaft. Oder Mother's Choice. Dann die Alexander Fleming, die haben wir als Knospe im Laden gesehen, mit ihrem rosa-pink Farbton. Und ein Klassiker ist natürlich die Sarah Bernhardt, ist immer eine wunderschöne große Blüte. Aber man sieht, wie viele tolle Pfingstrosensorten hier erhältlich sind als Pflanze. Und solltest du Hilfe brauchen, gibt es ja auch eine Telefonnummer, wo du anrufen kannst und fragen kannst. Ja, und es gibt jetzt die Pflanzen im Webshop. Was es jetzt nicht mehr gibt, das sind jetzt die Pfingstrosenpakete, weil die Schnittzeit ist jetzt vorbei. Aber das ist ja das Schöne, du kannst dir diese Pflanzen bestellen, um dann im nächsten Jahr diesen wunderschönen Pfingstrosengenuss in deinem eigenen Garten zu genießen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Bestellung. Ja, und mit diesem papierummantelten Draht kann ich, wenn ich dann denke, ich müsste die Pfingstrose jetzt ein bisschen fixieren oder irgendwas von grün, dann nehme ich einfach ein Stück von dem papierummantelten Draht und verdrehe das auf der Rückseite, drehe das einfach fest an dem Knöterich und schon habe ich das auch fixiert. Und es sieht auch noch so mit dem Weiß passend natürlich sehr dekorativ aus. Und wenn ich jetzt beim Thema Weiß bin, dann möchte ich auch beim Thema Weiß bleiben. Ich muss natürlich jetzt hier, ich mache drei weiße Pfingstrosen, mache ich gestaffelt. Und ich habe die Blütengrößen ganz bewusst ausgesucht, weil ich möchte den größten Kopf, möchte ich gern unten haben, weil unten brauche ich so eine große Form und es ist immer schön, wenn was Großes, möglichst Rundes oder wie eine große, in einem anderen Gesteck eine große Garmini oder das was Ruhiges, ja, weil wenn ich hier unten jetzt nur, ich zeige jetzt mal,
ja, nur Kleinkram hätte, ja, wie eine kleine Kalla oder so, das würde nie so wirken. Und wenn jetzt hier so was Großes, Rundes in der Basis ist, ja, ist jetzt so die floristische Anmerkung, ja, dann kommt in meine Arbeit Ruhe. Und ich muss euch jetzt mal zeigen, bevor ich das abschneide, dieser Pfingstrosenstiel, ja, jetzt einfach mal neben meinem, Entschuldigung, dreckigen Finger, wie dick dieser Stiel ist und was das für tolle Blüten sind. So ein kleiner Hintergrund. Also ich muss unbedingt ja mal hinfahren nach Unterfranken zu den beiden. Diese Pfingstrosen, da werden die Pflanzen erstmal 3 Jahre lang nur gegossen, gedüngt, also nur im Grunde genommen nur gut behandelt. Und erst nach 3 Jahren wird überhaupt angefangen, diese Pflanzen Blüten zu schneiden. Und deswegen ist das natürlich auch eine ganz tolle Pflanzenqualität, die dadurch entsteht. Also das kommt nicht von ungefähr. Das ist einfach Mühe und ja, Mühe und Liebe und Fürsorge, die es auch bei Blumen gibt und nicht nur bei Menschen. Das ist auch sehr, sehr schön so. Ich überlege gerade noch, ob ich noch als Hintergrund von dem Gesteck, ob ich noch ein schönes Blatt nehme. Dann hätten wir natürlich eine richtig tolle Bühne. Was sagt mein Kameramann? Sieht gut aus, gell? Okay, Dankeschön. Nehmen wir. Das ist ein sogenanntes Schusterpalmen- oder Aspidistra-Blatt. Und ich finde, dass es dem Ganzen einfach mehr Wirkung gibt und mehr Präsenz. Jetzt hängt es natürlich auch so weg. Das ist kein Problem für uns. Wir lösen das, damit dieses Schusterpalmenblatt schön anliegt. Das habe ich jetzt ein bisschen kurz gewählt. Also man muss ein lang genuges Stück nehmen von dem papierummantelten Draht. Man geht damit um den Knöterich, der auch so schön weiß ist. Ich war mal im Urlaub in einem Hotel. Da hatten die auch in den Gängen einen ganz tollen Knöterich dekoriert, also in großen Vasen, ganz hohe Knöterichstangen. Und das sah mega aus, ja. Und ich glaube, die waren auch farbig. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo in meinen Urlaubsbildern finde. So, genau. Ich bin jetzt links und rechts von der großen Blattader, bin ich durch das Aspidistra-Blatt gegangen. Genau, nicht einfach so heimlich hier hinten rummauscheln. Muss das schon zeigen. Ja, und hab das dann hier mit dem Knöterich verbunden. Ja, ich könnte jetzt noch so ein bisschen was in der Basis nochmal eine Kleinigkeit machen, aber ansonsten denke ich, das Gesteck lebt wirklich davon, dass es so schön parallel ist. Ja, es lebt von dieser schlichten Eleganz und ich würde tatsächlich, also wenn jemand auch, ich sag mal, mag, kann man nach unten ein Stückchen querlegen. Aber wenn ein kurzes, ja, aber muss nicht, ja. Ich finde es auch so schon sehr schön. Und ich denke auch, dass dieses Gesteck auch so schon ganz, ganz toll wirkt. Und dafür würde ich es heute damit bewenden lassen, mit dieser schönen Arbeit. Das ist jetzt ein Teil meiner. Ja, auch aufgrund eurer Rückmeldung, aufgrund von der Pfingstrosen- und Knöterich-Serie, weil da sind mir so viele Themen wieder eingefallen, aber ich glaube, um Ideen bin ich eh nie verlegen, weil es gibt nämlich davon noch mehr. Es wird noch Pfingstrosen-Knöterich-Videos geben und da gibt es ganz tolle Ideen. Lasst euch überraschen, weil die Fortsetzung folgt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und auch über eure Kommentare und eure Anregungen, die ich wie immer sehr gerne aufnehme. Also, bis zum nächsten Video. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!